So. Moment, wo muss ich zuerst hin? Hier unten. Also welcher Truppe ich mich anschließe, weiß ich auch noch nicht. Also ob ich jetzt eine einzige nehme oder mehrere, das kann ich noch nicht sagen. Befreit mich. Giovanni und ich hatten eine Abmachung. Ich habe sie eingehalten. Stimmt. Aber warum zahlen, wenn ihr es auch umsonst für uns macht? Rein mit euch! Hier treibt ein Schurke sein Unwesen. Halte ihn auf! Jemand würde diesen kleinen Gaunereien ein Ende machen. Huch. Muss ich einfach hier bei Nacht hinkommen? Noch jemand da? Nein, ne? Hallo? Der Typ ist weg. Wer sieht mich denn hier bitte? Ach, der, oder? Zum Geier sieht mich hier. Ach nö, jetzt kommt er auch nur wieder zurück. Soll das hier anzeigen, wenn ich nicht gesehen, also wenn ich geduckt bin? Was? Nix. Komm, geh zu, Auge. So, jetzt. Alter, was sieht mich hier bitte? Ach, der Typ da hinten. Oh Gott. Okay, ich muss einbrechen. Oder gibt es da einen Hintereingang? Nein, das geht natürlich nicht. Ich muss über das Haupttor rein. Gut. Dann beziehen wir deine Position. Was ist? Nichts. Wieso sehen die mich? Hier ist niemand. So, bin drin. Unten, ne? Ja. Hey, ihr gehört nicht zu Giovannis Schlägern. Psst. Könnt ihr mich hier rausholen? Ja, Klappe. Frage ist, bleibt er da? Und kommt noch jemand anders hierher? Ich verschwende von hier. Schließt auf, damit ich mich bedanken kann. Der Typ will mich sehen, ne?
Da ist der. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einfach so dahinter vorbeirennen soll. Easy. Okay, das haben wir gut gemacht. Hallo. Wie geht's dir? Auf euch wurde ein Kopfgeld ausgesetzt, da ihr beim Begehen von Verbrechen beobachtet wurdet oder ihr diesen Eindringen beim Eindringen begangen habt. Okay. Danke für eure Hilfe dort hinten. Yubani und ihre Schläger sind ein Haufen Hämmer, die denken, alles wäre ein Nagel, einschließlich Genies. Selbstlosigkeit gibt es in Stiche nicht. Also, was wollt ihr? Braucht ihr Dietriche? Muss was repariert werden? Nein, ich komme von Tasnasi. Ah, Tasnasi, was? Das ist ja lustig. Ich dachte gerade neulich an sie, als ich sah, was hier so auf dieser Müllhalde vor sich geht. Sie ist sogar noch mülliger als sonst. Aber sie hat vor, ein Ding zu drehen? Ich hätte schwören können, dass Caster sie aus der Stadt gejagt hat, als er hier alles übernahm. Und welche Vorgeschichte haben die? Das letzte Mal, als ich das Maul aufgerissen habe, hat Yubani mir ihre unerwartet hübschen Schläger auf den Hals gehetzt. Ich verrate keine Geheimnisse mehr. Doch es ist schön zu wissen, dass Tasnasi noch in der Gegend ist. Sie liebt diesen Ort wohl wirklich. Auch nach allem, was ihr widerfahren ist. Hm. Also seid ihr dabei, oder was? Nun, Yubani wird es sicher merken, wenn ich weg bin. Mich einer Truppe anzuschließen, scheint eine gute Methode zu sein, mir die Finger nicht brechen zu lassen. Also klar, was Tasnasi auch vorhat, ich bin dabei. Ja, wir versammeln uns im Gedärm. Das Gedärm? Also das nenne ich Ironie. Ich komme hin, sobald ich meine Werkzeuge habe. Und neue Unterwäsche. Was habt ihr gerade über Tasnasi gesagt? Dass Caster sie aus der Stadt gejagt hat? Oder es versucht hat, schätze ich. Das ist kein Geheimnis. Er mag ein ranziger Haufen Katzenkotze sein, aber das hier ist jetzt seine Stadt. Er macht, was er will. Das ist noch seine Stadt. Und wieso dieser Groll? Böses Blut. Um ganz ehrlich zu sein, hätte Tasnasi das Sagen bekommen sollen, nachdem der Stürmische das Hall so tot war, wenn die Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie nun einmal gelaufen sind. Es steht mir nicht zu, noch mehr darüber zu sagen. Erklärt mir bitte mal, wieso ihr gefesselt wart. Yubani leitet die größte Bergungsunternehmung in Stiche. Und sie weiß, dass sie besser bezahlt wird, wenn ihr Bergungsgut nicht nur der reinste Schrott ist. Wenn ihre Truppe Kram fand, der ein bisschen lädiert war, habe ich ihn wieder gerade gebogen. Gegen Bezahlung. Und dann? Caster ist passiert. Er übernahm Stiche und es kümmerte ihn nicht, ob Leute Eide, Verträge oder Rippen brachen. Yubani sah eine Chance, meine Arbeit umsonst zu bekommen. Sie musste nur ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Lasst euch von meiner imposanten Erscheinung nicht täuschen. In einem Kampf bin ich nicht viel wert. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass du ein Experte für Maschinen bist. Nun, so geht es den meisten. Und offen gestanden war ich auch nicht immer der brillante Tüftler, der ich heute bin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diesen Wandel ausgelöst hat. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass ich diesen Seelenstein gegessen habe. Bitte was? Ich habe mir nicht einfach einen gepflückt. Ich war hoch im Norden für das Dominion auf einer Erkundungsmission. Bei irgendeiner Ruine namens Saartal. Ich lief vor ein paar Wachen davon, als ich in einen Schacht stürzte. Und fiel. Und fiel. Es war ein tiefer Sturz. Das habt ihr überlebt? Ich hielt mich im letzten Moment an einem Vorsprung fest. Das bremste meinen Sturz ab und brach mir die Finger. Tat fies weh. Sei's drum. Ich fand mich in dieser gewaltigen Höhle wieder. In ihr gab es die größten Wema-Ruinen, die ich je gesehen hatte. Unvorstellbare Mengen an Stein und Metall. Nahrung gab es leider nicht so viel. Das ist natürlich nicht so schön. Und so deswegen kommt man auf die Idee, einen Seelenstein zu essen. Nicht ganz. Ich schaffte es schließlich, einen Chaurus aufzutreiben. Einen großen Käfer. Schmeckt grässlich. Kann ich nicht empfehlen. Doch ich haute rein, als ob mein Leben davon abhing. Tat es ja auch. Ich erinnere mich noch so halb, wie ich mir dabei einen leuchtenden Stein in den Mund stopfte.
Ich verschluckte ihn mehr aus Versehen. Und deswegen habt ihr das Wissen über Maschinen? Mehr so eine Verstopfung. Aber auch diesen unbeschreiblichen Drang, an den Ruinen herumzufummeln. Nun, ich schätze, man könnte es auch einfach Neugier nennen. Aber egal. Ich reparierte so fix einen Aufzug, als hätte ich nie etwas anderes gemacht und kehrte nach Hause zurück. Dann entließ man mich wegen meiner schwachen Hand. Gut, ich weiß jetzt genug. Wir machen uns auf den Weg. Wir haben jetzt den ersten. Was wollt ihr? Wo kann ich mein Kopfgeld bezahlen? Oder bin ich das wieder los? So, eins muss ich sagen. Die Landschaft ist schon sehr schön hier. Sieht wirklich schön aus. Die nächste Person wäre hier geradeaus oben. Mann, da schnarcht einer laut. Moment, bin ich schon... Dieser sagt, ihr sollt auf. Dieser weiß, dass Verbrechen zuckersüß schmecken. Aber nur, wenn man... Ja, das sollte reichen. So, was hat eine Katze lieber, als mit Kotze oder was anderem Stinkendem übergossen zu werden? Hier. Bah. Ah, was bei den Munden? Was? Oh, du bist ein liebes Kätzchen. Willst du mit dem Laser spielen? Kotze. Wie ihr auch sterben wollt, ich erfülle euch jeden Todeswunsch. Au, mein Kopf. Sagt mir einfach, was ihr hier macht, bevor ich euer Herz in eine Tomate verwandle. Ruhe. Sonst kommt Catnip. Also, wollt ihr der Truppe beitreten? Ach, wirklich? Tasnasi treibt sich noch hier herum? Endlich mal gute Neuigkeiten inmitten all der schlechten... Wie eine Fliege im Wein. Mhm. Seid übrigens vorsichtig mit dem Wein, da sind Fliegen drin. Ekelhaft. Also, dabei? Das habe ich nicht gesagt. Nun, was ich sagen will, ist, dass ich schon gern würde. Doch falls Tasnasi mich meiner Magie wegen will, habe ich schlechte Neuigkeiten. Mein Fokus ist weg. Und zwar nicht meine Konzentration, sondern mein Arkaner-Fokus. Ein Schmuckstück, um meine Magika zu bündeln. Ohne es bin ich nutzlos. Aber wo ist das Ding? Ich habe ihn vielleicht versetzt. Bei Julius und Scipion Averno. Ich würde ihm ja das Gold dafür geben, aber Casta hat die Preise für eine Flasche unfassbar weit angehoben. Sogar für die Plörre in dieser Bruchbude. Die Avernos sind drinnen. Holt meinen Fokus zurück, dann schulde ich euch was. Klingt nach einem Plan. Und was ist der Fokus genau? Uff, nun, manchmal gerät meine Kraft ein wenig außer Kontrolle. Mhm. Die Magiergilde sollte mir helfen, sie zu meistern. Doch sie hält nicht viel von Leuten, die gegen die Ausgangssperre verstoßen. Und sich beim Küchendienst betrinken. Und in die Suppe brechen. Oh, ekelhaft. Ja, ich kann die verstehen. Und was bewirkt der Fokus? Wenn ich einen Zauber wirken will, kanalisiere ich meine Magika durch den Fokus. Er hilft mir, alles zu verweben. Ohne ihn sind meine Zauber wie ein verknoteter Faden. Und die Ergebnisse sind... Nun... Unvorhersehbar. Okay, ich denke, das ist dann wichtig, dass du den hast. Und was kannst du mir über Avernus erzählen? Julius und Scipion? Sie sitzen im Kropfschluck, als ob er ihnen gehören würde. Nun, nüchtern betrachtet gehört er ihnen auch, aber darum geht es hier nicht. Seit Caster das Sagen hat, haben die Zwillinge alle Mieten und das Wasser in den Getränken verdoppelt. Ach du Scheiße. Und wieso kommen die damit durch? Weil Caster einen ordentlichen Anteil von sämtlichen Gold kriegt, das sie einkassieren. Und
Ob schlecht oder recht, nun wahrscheinlich eher schlecht, hat Caster hier nun mal das Sagen. Also hat er auch die Stärke. Deshalb sitzt der Rest schweigend herum und wird halb so betrunken für doppelt so viel Gold. Klingt nicht so gut. War ja klar, dass wir da einbrechen müssen. Hallo, du. Nun gut. Ich will mal gucken, wie das Haus von außen aussieht. Schön. Also die Stadt der Diebe gefällt mir gut. Die ist gut geschützt. So, holen wir uns das Ding. Das müsste ja da drinnen liegen. Hoffe ich mal. Also entweder hier oben oder unten. Kropf Schluck, was ist da unten? Was haben wir hier? Der ist hier oben, okay. Ich hoffe, der Typ ist nicht wach. Doch, der ist wach. Freunde? Innerlich koche ich. Julius hat unsere gesamte Garderobe aus Quatsch hierher schiffen lassen und schafft es trotzdem noch, immer genau das Gleiche zu tragen wie ich. Als ob nicht ohnehin schon klar wäre, dass wir Zwillinge sind. Doch ihr seid nicht hier, um etwas über einen Zwist unter Geschwistern zu erfahren. Nein, nicht wirklich. Ich bin wegen dem Fokus hier. Dieses ranzig riechende Ding? Ich kann kaum glauben, dass mein Bruder dafür beinahe ehrlich erworbenes Gold bezahlt hat. Wahrscheinlich ist er verflucht. Wir hätten ihn entsorgen sollen, um damit diese ganze heiße Sache hinter uns zu lassen. Wo wir gerade von heißen Sachen sprechen, nun, vielleicht später. Überredenstalent. Überredenstalent haben wir noch nicht, oder? Ist das bei Fähigkeiten, oder? Was hat denn der zu erzählen? Ein neues Gesicht in Stiche. Ich liebe neue Gesichter. Ich kann euch ein wenig Gold leihen, wenn... Nun, die Bedingungen besprechen wir bei einem Glas Wein. Und was verschafft meinem Bruder und mir dieses Vergnügen? Ich will den Fokus haben. Fokus? Für mich sah das wie ein Halsband aus. Eine Schande, dass es keinem unserer Schoßtiere passte. Doch sagt das lieber nicht zu Sirene. Sie hätte Scipion fast die Nase dafür abgerissen. Und es ist eine gute Nase. Erinnert mich an Mutter. Wie dem auch sei. Über den Preis wird nicht verhandelt. Werdet ihr zahlen? Ich probier's mal über einen anderen Weg. Sieh mal mich. Ich rufe die Wachen. Ihr denkt nicht, dass ihr damit davonkommt. Doch. Komm ich schon davon. Also ich bezahle jetzt eher gesagt lieber die Kohle hier von 27. Komm mal her, die Typchen. Dieser sagt, ihr sollt... Ihr habt ein Kopfgeld zu zahlen. Dieser wird den Wachhauptmann persönlich... Geschmeidig. So. Nun, zieht weiter. Danke. Ich bezahle lieber 27 Gold als 342, glaube ich, waren's. Ich kriege den Geschmack nicht aus dem Mund. Er ist grässlich. Ach so. Hier, euer Fokus. Gut. Caster hat Stiche schwer verdaulich gemacht.
So wie die Plörre, die diese Taverne ausschenkt. Ich bin bereit, von hier zu verschwinden, aber ich hätte nichts dagegen, Caster dabei auf den Schwanz zu treten. Ich bin mir sicher, Tasnasi geht es genauso. Ja, also wenn du dabei bist, dann treffen wir uns im Gedärm. Ich brauche einen Augenblick. Oder zwei. Hört mal, ich treffe euch am Gedärm. Sobald sich nicht mehr alles dreht. Woher kennt ihr eigentlich Tasnasi? Passt auf, ihr wirkt halbwegs anständig. Also steckt eure Schnauze da nicht zu tief rein, in Ordnung? Mhm. Tasnasi hat ihr eigenes Ding am Laufen. Und ich weiß schon zu viel darüber. Ich trinke nicht nur, weil ich den Geschmack des Fusels in dieser Taverne so gern mag. Das klingt nicht wirklich beruhigend. Die Einzelheiten sind ein bisschen verschwommen. Um ehrlich zu sein, geht mir das mit dem Verschwommensein dieser Tage mit vielen Dingen so. Aber ich weiß, dass ich Tasnasi in Stiche nicht blicken lassen kann. Und es ist nicht nur Casta, der sie gern tot sehe. Und das hat sie getan? Ihr habt die Sorte von Leuten gesehen, die Stiche ihr Zuhause nennen. Diebe, Schmuggler, Deserteure. Ja. Niemand, der sonderlich versessen auf Gesetze wäre. Von den wenigen Regeln, die wir haben, hat sie die gebrochen, die man niemals bricht. Mord. Wen hat sie umgebracht? Ich habe schon mehr gesagt, als ich hätte sagen sollen. Das liegt in der Vergangenheit. Tasnasi hatte ihre Gründe. Die hat sie immer. Nicht, dass man mir die mitteilen würde. Sie wird euch nicht hintergehen, falls es das ist, worüber ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch einfach auf das Ding, das wir drehen. Okay, und was ist eure Geschichte? Nur eine Magierin, die auf dem Grund einer Flasche nach etwas sucht. Und wonach? Ich weiß es wirklich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mal mehr, ob ich es jemals wusste. Eine besoffene kleine Katze. Okay, gut. Wir machen uns auf den Weg. Der nächste wäre geradeaus von uns da drüben. Ey. Vöglein. Blöder Vogel. Gebraten mag ich euch am liebsten. Also, wir haben jetzt hier unten noch was. Nicht bei dir. Bei dir. Okay, was ist deine Geschichte? So sprach Nalita, die Tantenhafte. Selbst in ernsten Zeiten ist dem Reisenden ein Gruß zu entbieten. Nasta grüßt euch, Reisender, in diesen wahrlich ernsten Zeiten. Was führt euch zu diesem? Tasnasi will euch bei einem Plan dabei haben. Hotasa, der Korpulente, sagte oft, es ist ein schweres Unrecht, Freunde zu vergessen. Weise Worte. Tasnasi hat diesen seit einiger Zeit nicht mehr besucht, doch vergessen hat er sie nicht. Daher könnt ihr Nastar glauben, dass er es bereut, ihre Einladung ablehnen zu müssen. Und wieso? Dieser hat einen kostbaren Besitz verloren. Eine Laute, die ihm von einem lieben, verstorbenen Freund überreicht worden war. Sie hat Nastars Seele so lange über Wasser gehalten, dass er Angst hat, ohne sie unterzugehen. Davon belastet kann er nicht jener flinke Wanderer sein, den Tasnasi von ihm erwartet. Und wenn ich die Laute zurückhole? Wirklich? Dieser übte mit seiner Laute unten in der Schlucht. Doch sein Spiel scheint reizbare Bestien angelockt zu haben. Er war gezwungen, sein Instrument zurückzulassen, als er die Steilwände erklomm. Mhm. Und wieso habt ihr da unten geübt?
Die Wahrheit, und mag sie noch so schädlich sein, duftet süßer als die blühende Rose, um einmal den verehrungswürdigen Bate zu zitieren. Nasta spielt aber nicht sehr gut. Die anderen werfen Sachen nach ihm, wenn er übt. Daher übt er dort, wo er allein sein kann. Das ist eine gute Sache. Also das Üben, wo er alleine ist. Und von wem habt ihr die Laute? Ein Heiliger. Er führte ein Stiche. Vielleicht nicht zum Ruhm, aber weg von der Schande. Doch sogar Heilige leben nicht ewig, was auch für ihn galt. Wie Balland, der Kanonische, sagte, die Toten, deren man sich gerne erinnert, sind die wahren Heiligen unseres Lebens. Mhm. Gut, holen wir uns diese Laute. Die wird dann wohl ganz da hinten sein. Da waren wir auch schon da hinten. Das ist ja unten. In der Schlucht an der Steilwand. Was ist? Nicht. Der ist bestimmt beim Klettern an der Wand gestorben. Ist das die? Nee, das kann nicht sein. Blöder Vogel. So, ich suche einfach in Ruhe hier die Stelle, wo der gestorben ist. Jo, das ist die Stelle. Der Drache, ist der weg? So. Ich weiche den Monster mal aus. Die brauche ich jetzt nicht wirklich alle hier. Oh, hier sind sehr viele Monster. So, hier vorne müsste die jetzt sein, ne? Irgendwo. Hallo. Ah ja, die Laute. Nun gut. Die Frau eine gute Idee. Und der Typ auch. Komm ich da direkt zu dem... Oh Gott, ich bin den großen Weg gerannt, oder? Kann das sein? Ja, ich bin definitiv den großen Weg gerannt. So. Wie Subaka, der Eremit, zu Intasi sagte, als er von seiner großen Pilgerreise zurückkehrte. Hallo! Hallo. Dieser jauchzt ab eurer Rückkehr ohne ein Zeichen von Verletzungen. Ja, ich hab die Laute. Wie Pollo, der Übertreiber, so oft sagte, das ist eine Feier wert. Mhm. Ihr habt diesem einen großen Gefallen getan. In den finsteren Tagen, die Stiche gerade durchlebt, tut es gut, sich an hellere Zeiten zu erinnern. Okay, gut, da ich die Laute jetzt hab, da schließt ihr euch doch an, oder? Eure Freundlichkeit erinnert Nastar an die Liebe, die der stürmische Dassal so Zeit seines Lebens für Stiche empfand. Diese erinnert sich an die vielen Freuden in der Gesellschaft von Tasnasi und den anderen. Die würde er gern wieder verspüren. Mhm. Nastar wird gehen, wohin Tasnasi ihn schickt. Gut.
Erzähl mir etwas mehr über den stürmischen De Salzo. Ein Leben, das Jahrzehnte währt, lässt sich nicht binnen Minuten abhandeln. So lehrte es uns der blinde Poet, aber Nasta wird sein Bestes versuchen. Stiche war einst schon einmal, was es heute ist. Eine Abfallgrube des Geistes und eine Heimat des Lasters, der Eigensucht und aller eitlen Verdorbenheiten des Lebens. Und der Salzo hat alles geändert, oder wie? Das Salzo ging zu den Banden von Stiche und zeigte ihnen einen gemeinsamen Feind auf. Euraxias Armeen. Wir setzten ihnen zu, wir stahlen von ihnen, wir ließen sie ausbluten. Und wir knüpften Bande. Um Idino den Euphorischen zu zitieren, das größte Geschenk, das der Arbeitsscheuer erhalten kann, ist ein Daseinszweck. Und jetzt ist er fort. Sein Tod ließ die Bande zwar nicht reißen, doch da das Salzo nun nicht mehr da ist, um darauf zu achten, dass sie fest geknüpft bleiben, lösen sie sich langsam auf. Und Castar zieht an den Fäden. Doch manche, wie Nastar etwa, bewahren das Salzos Andenken und seine Hoffnung. Und wieso seid ihr hier gelandet? Nastar weiß, dass ihr mehr Rippen als Muskeln an ihm seht. Das stimmt. Doch er war einst ein Bruder der flüsternden Kralle. Er hatte sich dieser Lebensweise sogar so sehr verschrieben, dass er ein Schweigegelübde ablegte. Und das hat nicht ewig gehalten, oder wie? Ihr habt die Werke von Wegler der Flüchtigen gelesen. Nastar freut sich, jemanden zu treffen, der das Gleiche studiert. Ja, Nastar schwieg 19 Jahre lang. Doch eines Nachts, im Mondlicht, hörte er in seiner Zelle ein Lied. Eine einfache, aber fesselnde Weise. Und was war das für ein Lied? Irgendeine angenehme Melodie, die ein Schweinehirte auf dem Nachhauseweg summte. Doch Jirasti, Mondsänger, sagte, die Schönheit liegt nicht in der Kunst, sondern in dem, was sie auslöst. In diesem Augenblick wusste Nastar, dass er singen muss. Also brach er seinen Schwur und verließ das Adeptorium, um Musik zu machen. Also habt ihr versucht, ein Bade zu werden, oder wie? Ihr könnt Kunst für andere schaffen, sagte Erke vom Bardenkolleg, oder für euch selbst. Nastar weiß, dass er nicht gut genug ist, um Kunst für andere zu schaffen, doch der stürmische Da Salzo ermunterte Nastar immer, es für sich selbst zu tun. Das wird Nastar nie vergessen. Jo, dann haben wir jetzt alle Informationen und der Typ geht auch nach zum Gedärm. Ja, und das war's jetzt für heute hier im Stream. Wir werden morgen weiterspielen. Da werde ich dann zum Gedärme gehen und dann mal hier alle Quests in der Stadt der Diebe abschließen. Und eventuell nochmal lernen etwas, wie man jetzt alles aufbricht und irgendwie geschickter vorgeht in den Sachen. Und ja, dann danke fürs dabei sein. Ihr könnt noch ein Abo und ein Follow dalassen, wenn ihr informiert werden wollt, wenn ich wieder streame, was eigentlich relativ regelmäßig ist. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!